Die für Russland strategisch wichtige Brücke zur Krim ist durch eine Explosion schwer beschädigt worden. Mindestens 3 Menschen wurden getötet. Der Auto- und Zugverkehr war zeitweise ausgesetzt. Nach russischen Angaben war ein Sprengsatz in einem LKW explodiert und hatte einen Güterzug mit Treibstoff in Brand gesetzt. Die Brücke zwischen Schwarzem und Asowschem Meer war nach der Annexion der ukrainischen Halbinsel durch Russland gebaut worden. Über das 19 Kilometer lange Bauwerk bei Kertsch wird auch die Versorgung der russischen Truppen auf der Krim gesichert. Die Krimbrücke in Flammen. Diese Bilder gehen heute viral. Sie zeigen die zerstörte Straßenfahrbahn und die beschädigte Eisenbahnbrücke. Seit 2018 verbindet die Kertschbrücke das russische Festland mit der völkerrechtswidrig annektierten Halbinsel Krim. Eine Verbindung mit hoher symbolischer Bedeutung, ein Prestigeobjekt für Präsident Putin. Dass sie nach einer Explosion am frühen Morgen nicht mehr nutzbar ist, wirft in Russland viele Fragen auf. Ermittlungen sollen die Ursache klären. Nach vorläufigen Informationen wurde heute Morgen ein LKW auf der Krimbrücke in die Luft gesprengt, was zur Entzündung von 7 Kraftstofftanks eines Zuges führte, der in Richtung der Halbinsel Krim unterwegs war. Die genauen Hintergründe zu der Explosion bleiben weiter unklar. Russland hat die 19 Kilometer lange Brücke genutzt, um Kriegsgerät an die Front zu transportieren. Experten sprechen von einer großen strategischen Bedeutung. Der eingeschränkte Nachschub von technischem Gerät wird sich direkt auf die militärischen Operationen der russischen Streitkräfte auswirken. Die Explosion auf der Krimbrücke ist das bestimmende Thema in der Ukraine. Die Menschen sehen dies als klare Schwächung Russlands. Das ist eines der besten Ereignisse, die es in letzter Zeit gegeben hat. Ein kleiner Sieg ist das. Aber viele kleine Schritte führen zum großen Sieg. Nach russischen Angaben ist der Verkehr teilweise wieder für Züge und Autos freigegeben.